und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute gibt es eine super leckere Abkühlung und zwar machen wir Spumone al Caffè. Das ist ein italienischer Eiskaffee, ein geeister Eiskaffee kann man sagen. Ja, also richtig cremig, super lecker, schön erfrischend und da konnte ich nicht widerstehen und muss es natürlich für euch heute abdrehen. Ich blende euch mal ein, welche Zutaten wir brauchen, aber ihr wisst ja, ihr findet die ganze Info zum Rezept auch wieder unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, und wir legen jetzt los mit diesem leckeren Eiskaffee. Ich mache heute 4 Portionen bzw. 4 Gläser. Je nachdem, wie groß eure Gläser sind, können es auch mehr oder weniger Gläser werden, ganz klar. Wir starten mit 70 Gramm Zucker zusammen mit 3 Esslöffel Instant Kaffeepulver. 1, 2, 3. Wer hat, kann jetzt seinen Miximizer einsetzen, weil wir das Ganze pulverisieren. Und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 10. Ja, dieses Rezept geht so wahnsinnig schnell, ihr werdet staunen. So, einmal kurz den Miximizer abklopfen. So, schaut mal, wie schön alles zerkleinert und pulverisiert ist. Jetzt kommen 250 Gramm Eiswürfel dazu. Schaut, dass sie nicht aneinander hängen, sondern wirklich einzelne Eiswürfel sind, dass das Messer nicht beschädigt wird. Das ist ganz wichtig. Dann können wir den Deckel auch schon wieder aufsetzen und das Eis crushen. Und zwar 20 Sekunden auf der Stufe 10. Und jetzt wird es ein bisschen laut. Beim Eiskaffee darf natürlich die Milch nicht fehlen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie das gecrushte Eis aussieht. So, jetzt einfach alles vom Rand runterschieben mit dem Spatel. Und das duftet schon so toll nach Kaffee, nach Eiskaffee. Oh, und geht so schnell und wirklich so einfach. Es ist ein Träumchen. Eine super leckere Abkühlung. Wie gesagt, beim Eiskaffee darf keine Milch fehlen. Ich gebe jetzt 500 Gramm kalte Milch dazu. Wer mag, kann jetzt den Eiskaffee, diesen Spumone al Caffè, noch etwas aromatisieren und zwar mit Amaretto. Ich liebe Amaretto, deswegen kommt bei mir auf jeden Fall ein kleiner Schuss rein. Könnt ihr aber auch weglassen. So, und dann wird das Ganze nur noch schön aufgeschäumt, aufgeschlagen. 15 Sekunden auf der Stufe 6. Und dann ist auch schon der Spumone al Caffè fertig. Und jetzt schaut selber, wie toll cremig er ist. So, ich hoffe, ihr könnt es so richtig gut sehen. Schaut euch das mal an. Ein Traum, oder? Ist das nicht der Wahnsinn? So cremig, unglaublich. Ich fülle jetzt noch ein zweites Glas ein. Wie gesagt, es sind 4 Portionen, je nachdem, wie groß eure Gläser sind, natürlich. Oh. Ein Träumchen, einfach nur ein Träumchen. Ja, mein Lieben, hier habe ich immer noch was von meinem Spumone al Caffè drin. Und jetzt könnt ihr das schön servieren. Ja, mein Lieben, ihr habt selber gesehen, wie schnell ihr euch so einen leckeren geeisten Eiskaffee herstellen könnt. Ist überhaupt kein Hexenwerk. Ihr braucht nur ein paar Zutaten und habt eine super leckere, geniale Abkühlung. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Abkühlen, beim Genießen. Ich hoffe sehr, ich konnte euch überzeugen, dass ihr ihn unbedingt ausprobieren müsst. Lasst es euch gut schmecken. Lasst mir wieder Liebe da in Form eines Daumens und eines Abos. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bedanke mich fürs Reinschalten und sage, bleibt gesund. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.